Gerhard Schröder war der Genosse der Bosse. Und hier haben wir den Boss der Genossen. Beim fast Staatsbetrieb VW herrscht Herr Blome. Vor kurzer Zeit war er noch unterwegs bei den Demos gegen den Rechtsextremismus, für die Demokratie und für die Vielfalt. Im anderen Bild auf der rechten Seite haben wir die Genossen. Des Boss der Genossen, das sind dann IG Metall und andere Genossen, die auch mit demonstriert haben. All dies basierend auf Fake News. Die kamen von Korrektiv. Korrektiv wurde vor Gericht ein nach dem anderen Mal abgestraft. Trotzdem macht das nichts aus. Der NDR weigert sich beharrlich, diese Fake News, die auch NDR verbreitet, eben mal kurz zu korrigieren. Und nun stehen sie da wie die begossenen Pudel. Der Boss der Genossen und die Genossen des Boss der Genossen. Und ihnen läuft die Träne nur so die Wange runter. Ich kann nur sagen, heult mal leise. Denn wer sich ganz offensichtlich gegen die einzige wirkliche Opposition richtet und gegen die demonstriert, der hat es dann nicht besser verdient. Das Jobcenter öffnet um 8 Uhr.